Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video beim Thema Allgemeines Dreieck. Wir möchten in diesem Video gemeinsam den Flächeninhalt von einem allgemeinen Dreieck genauer bestimmen und dabei sehen wir, dass wir insgesamt zwei verschiedene Flächeninhaltsformeln bekommen werden. Zuvor möchte ich mit dir ganz kurz besprechen, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam haben. Was solltest du bereits wissen aus den vorherigen Lernzyklen und Videoreihen? Es ist grundsätzlich ganz wichtig zu Beginn, dass du ein allgemeines Dreieck in der Elementargeometrie auch einordnen kannst. Welche Eigenschaften hat ein allgemeines Dreieck bezüglich Eckpunkte, bezüglich Seiten und bezüglich auch dem Winkel? Des Weiteren ist ganz wichtig, dass du auch den Flächeninhalt von verschiedenen mathematischen, geometrischen Objekten auch bestimmen kannst, sei es jetzt bei einem Rechteck oder einem Quadrat oder bereits bei rechtwinkligen Dreiecken, die du wahrscheinlich auch in dem vorhergehenden Lernzyklus auch schon näher kennengelernt hast. Und ganz wichtig ist auch, dass du die Beziehung der Winkelfunktionen von Sinus, Cosinus und Tangens im rechtwinkligen Dreieck auch verstehst und dabei auch das Verhältnis zwischen Winkeln und Seiten auch näher bestimmen kannst. Welche Ziele haben wir nun gemeinsam in diesem Lernvideo? Unser Ziel ist es jetzt, zwei Formeln auch aufzustellen, mit deren Hilfe du das allgemeine Dreieck näher charakterisieren kannst, beziehungsweise auch den Flächeninhalt eines Dreiecks ausrechnen kannst. Dabei werden wir auch den Begriff der trigonometrischen Flächenformel einführen. Und ganz wichtig ist auch, dass du den Bezug zwischen diesen beiden, beziehungsweise die Verbindung zwischen diesen beiden Formeln auch herstellen kannst und diese beiden Formeln in konkreten Anwendungsbeispielen auch anwenden kannst. Ich möchte mit dir zu Beginn eine kurze Wiederholung zum Thema rechtwinkliges Dreieck machen. Das rechtwinklige Dreieck ist ein Sonderfall eines Dreiecks, wobei hier in einem beliebigen Punkt, meistens ist es der Eckpunkt C, der rechte Winkel vorliegt. Also gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit dem rechten Winkel im Punkt C. Achtung! Es ist nicht immer im Punkt C der rechte Winkel. Meistens ist das der Fall, aber es muss nicht der Fall sein. Es kann auch im Eckpunkt A und im Eckpunkt B der rechte Winkel vorliegen. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck kennst du bereits schon einige wichtige Formeln. Unter anderem kennst du die Umfangsformel U gleich A plus B plus C. Also die Addition aller drei Seiten ergibt den Umfang des Dreiecks. Den Flächeninhalt bzw. auch die Summe der Winkel, die kannst du angeben, indem du alle drei Winkel addierst. Alpha plus Beta plus Gamma ist 180 Grad. Das ist die Winkelsumme immer in einem Dreieck und die ist immer 180 Grad. Und den Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks, den kennst du auch bestimmt schon. Das ist a mal b halbe. Das ist genau erste Kathete mal zweite Kathete halbe. Und das kommt dadurch zustande, indem du dieses Dreieck hier auch unterteilst und erweiterst, indem ich die Striche hier mache. Wenn ich nun das Rechteck mir anschaue, das dadurch entstanden ist, dann hat das die Seitenlänge a und die Seitenlänge b. Das Rechteck hat allgemein die Formel a mal b und weil hier genau die Hälfte auftritt, die Hälfte ist das rechtwinklige Dreieck, müssen wir diesen Flächeninhalt halbieren. Das heißt a mal b halbe. Und des Weiteren gibt es auch noch die Beziehung zwischen Winkeln und Seiten mit Hilfe von Sinus, Cosinus und Tangens. Sinus Alpha für einen bestimmten Winkel in diesem Dreieck. Sinus ist immer definiert als Gegenkathete durch Hypotenuse. Der Cosinus von diesem Winkel ist immer definiert als Ankathete durch die Hypotenuse. Und der Tangens ist immer definiert als Gegenkathete durch Ankathete. Und mit Hilfe dieser Beziehung vom Sinus, Cosinus und Tangens
wird auch die Beziehung, die Verbindung zwischen Winkeln und Seiten näher beschrieben. Das heißt, aus zwei gegebenen Seiten kann der Winkel berechnet werden, beziehungsweise aus einer gegebenen Seite und einem gegebenen Winkel kann eine andere Seite berechnet werden. Diese Formeln solltest du bereits können. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns das allgemeine Dreieck anschauen, dann werden wir sehen, dass dieses allgemeine Dreieck eine ganz wichtige Eigenschaft grundsätzlich im Allgemeinen verliert, und zwar die Eigenschaft des rechten Winkels. Ein allgemeines Dreieck hat im Allgemeinen keinen rechten Winkel, sondern drei beliebige Winkel, Alpha, Beta, Gamma, ungleich 90 Grad und drei beliebig lange Seiten. Das heißt, es liegt in keinem Eckpunkt ein rechter Winkel im Allgemeinen vor. Das heißt, es werden keine spezifischen Eigenschaften oder Voraussetzungen für dieses Dreieck gefordert. Der Umfang dieses Dreiecks ist wiederum u gleich a plus b plus c. Das ist der Umfang eines Objektes, wenn man alle Seiten einfach addiert. Ebenso gilt hier auch die Summe der Winkel, dass die wieder 180 Grad ist. Alpha plus Beta plus Gamma ist 180 Grad. Das ist wiederum diese Winkelsumme, die in jedem beliebigen Dreieck gilt. Doch, jetzt ist nun die Frage, was passiert mit dem Flächeninhalt? Wir können hier dieses Dreieck nicht einfach so erweitern zu einem Rechteck, weil ja in einem Rechteck ein rechter Winkel vorliegen muss, was hier in diesem Fall nicht gegeben ist. Deswegen können wir dieses Dreieck nicht so einfach erweitern, sondern wir müssen uns eine andere Art hernehmen, wie wir dieses Dreieck auf den Flächeninhalt hin untersuchen. Und diesen Trick, den hast du unter anderem auf deinem Arbeitsblatt. Nimm nun das Arbeitsblatt zur Hand, denn wir schauen uns hier die erste Aufgabe auf diesem Arbeitsblatt an. Der Flächeninhalt eines Dreiecks, der ist hier schon gegeben durch a gleich c mal hc halbe. Doch warum gilt das? Das wäre jetzt eben diese Flächeninhaltsformel für dieses allgemeine Dreieck, c mal hc halbe. Wobei hc die Höhe auf die Seite c ist und vom Eckpunkt c weg beginnt bis zur Seite c, wobei das im rechten Winkel auf die Seite c steht, die Höhe hc. Wenn wir jetzt eine Erklärung dafür suchen, warum diese Flächeninhaltsformel gilt, dann müssen wir hier so starten. Wir haben hier ein Rechteck. Dieses allgemeine Dreieck können wir zu einem Rechteck erweitern, wie es in der Grafik auch schon ersichtlich ist. Und dieses Rechteck AR oder R hat den Flächeninhalt AR Länge mal Breite C mal HC, denn die Höhe HC tritt nicht nur beim Eckpunkt C auf, sondern auch beim Eckpunkt B unten und beim Eckpunkt A auch links unten. Und die Seite C ist eine Seite im Dreieck. Also der Flächeninhalt von diesem Rechteck ist C mal HC. Jetzt ist eine weitere Überlegung. Es gibt ja zwei kleine Rechtecke da drinnen, die jetzt einmal durch die Höhe HC aufgespannt werden und auf der anderen Seite ebenso durch die Höhe HC. Das heißt, HC teilt dieses große Rechteck in zwei kleine Rechtecke, wobei die Seite A das eine Rechteck halbiert und die Seite B das andere Rechteck halbiert. Die Diagonalen halbieren also diese Rechtecke. Also sehen wir, dass dieses erste große Rechteck geteilt wird durch A und die Hälfte davon ein Teil des Flächeninhalts vom allgemeinen Dreieck ist und auf der anderen Seite das zweite kleine Rechteck durch die Seite B halbiert wird und damit der zweite Teil des allgemeinen Dreiecks ebenso die Hälfte von diesem zweiten kleinen Rechteck ist. Und insgesamt gilt dann, dass das allgemeine Dreieck die Hälfte, also Flächeninhalt dieses allgemeinen Dreiecks, die Hälfte vom Rechteck ist. Und damit haben wir die Flächenformel C mal HC halbe gefunden, denn der Flächeninhalt vom Rechteck ist C mal HC.
Nun können wir diese Flächenformel auch erweitern zur trigonometrischen Flächenformel. Und zwar die trigonometrische Flächenformel verwendet auch einen Winkel und keine Höhe mehr. Die trigonometrische Flächenformel lautet a gleich a mal c mal Sinus Beta halbe. Das heißt, das a und das halbe bleibt hier gleich. Es ändert sich nur das c mal Sinus Beta. Doch warum können wir die Höhe hc durch c mal Sinus Beta ausdrücken? Unsere Vorgehensweise ist die folgende, wie auch im Hinweis hier steht, zeichnet die Höhe auf hc ein, also hc. Dann sehen wir, dass wir einen rechten Winkel hier bekommen und ein rechtwinkliges Dreieck. Mit der Hypotenuse a, mit dem Winkel beta und der Gegenkathete zum Winkel beta, das wäre hc. Also ist Sinus beta die Gegenkathete durch die Hypotenuse, also hc durch a. Wenn wir dann diese Gleichung umformen, dann erhalten wir hc ist gleich a mal Sinus beta. Das heißt, wir können hc jetzt durch a mal Sinus beta ausdrücken, aufgrund unserer Überlegungen in diesem rechtwinkligen Dreieck, das sich durch die Höhe hc eben ergibt. Und damit können wir jetzt die Flächenformel umändern, denn wir wissen bereits, dass a gleich c mal hc halbe ist. Wenn wir jetzt hc ersetzen durch a mal Sinus beta, dann bekommen wir die trigonometrische Flächenformel a mal c mal Sinus beta halbe. Das heißt, wir können jetzt nun ein allgemeines Dreieck auch so bestimmen, dass wir zwei Seiten gegeben haben und beta ist der eingeschlossene Winkel von a und c. Das heißt, hier ist ganz, ganz wichtig, dass wir den eingeschlossenen Winkel beta gegeben haben, eben von den Seiten ac. Falls wir einen anderen Winkel gegeben haben, dann können wir die Flächenformel hier nicht verwenden. Es muss zwei Seiten und ein eingeschlossener Winkel von diesen beiden Seiten eben gegeben sein. Merkt ihr diese Formel, weil sie ist ganz, ganz wichtig zur Berechnung von allgemeinen Dreiecken. Doch gilt jetzt diese trigonometrische Flächenformel auch für Dreiecke mit einem stumpfen Winkel, also mit einem Dreieck, wo ein Winkel größer als 90 Grad groß ist? Das ist unsere nächste Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Erinnere dich zunächst im Einheitskreis, dass stets gilt, dass Sinus Alpha gleich Sinus von 180 minus Alpha ist. Du siehst es hier im Bild, in dieser Grafik, dass der Sinus ja eigentlich immer der Abschnitt auf der Y-Achse ist. Also das hier wäre der Sinus von Alpha und das hier wäre der Sinus von 180 minus Alpha. Und wir sehen also, die Höhe hier einmal und hier einmal ist hier gleich groß für diese beiden Winkel. Also gilt, dass die Sinusse von Alpha und von 180 minus Alpha hier gleich sind. Wenn du hier noch mehr Informationen brauchst, dann kannst du gern auf das Arbeitsblatt Winkelfunktionen im Einheitskreis blicken und hier nochmals diese Lernzyklen und Videoreihen durchgehen. Die trigonometrische Flächenformel gilt jetzt nun deswegen auch für stumpfe Winkel, weil wir hier eine gewisse Überlegung brauchen. Wir haben unten das Dreieck gegeben mit unserem stumpfen Winkel in Beta, der ist größer als 90 Grad und den drei Seiten A, B und C. Nun müssen wir eine Überlegung machen und zwar zeichnen wir wiederum hier die Höhe HC ein, die liegt jetzt nicht innerhalb von diesem Dreieck, sondern außerhalb von diesem Dreieck, vom Eckpunkt C, wieder herunter auf die Seite C. Und wenn wir Beta gegeben haben, dann ist dieser Winkel Alpha, der hier ergänzt wird, 180 minus Beta. Denn Alpha und Beta ergänzen sich zu 180 Grad, also ist der Winkel Alpha 180 minus unserem gegebenen Beta-Winkel. Und dann haben wir wiederum hier ein rechtwinkliges Dreieck
mit Alpha und der gegenüberliegenden Seite der Gegenkathete HC und der Hypotenuse A. Also ist der Sinus vom Alpha-Winkel HC Gegenkathete durch die Hypotenuse A. Durch Umformungen ergibt sich dann wieder, dass HC gleich A mal Sinus Alpha ist. Aber weil es ja Sinus Alpha, ja Sinus von 180 minus Beta ist, ist es gleich groß wie Sinus von Beta laut unseren Überlegungen am Einheitskreis oben. Also die Höhe HC ist A mal Sinus Beta, unserem stumpfen Winkel. Und jetzt können wir eigentlich auch dann wieder aufstellen, unsere trigonometrische Flächenformel. A ist gleich C mal HC halbe, das wissen wir. Und HC ist in diesem Fall C mal Sinus Beta. Also haben wir wiederum unsere trigonometrische Flächenformel, die ebenso hier auch für stumpfe Winkel gilt, weil eben die Beziehung Sinus Beta gleich Sinus von 180 minus Beta beziehungsweise dasselbe mit Alpha gilt. Aufgrund unserer Überlegungen hier mit Hilfe des rechtwinkligen Dreiecks können wir eben diese trigonometrische Flächenformel auch für stumpfe Winkel zeigen. Das heißt, die trigonometrische Flächenformel gilt für beliebige Arten von Winkeln, sei es jetzt ein spitzer oder ein stumpfer Winkel. Wir können sie in jedem beliebigen allgemeinen Dreieck verwenden, um jetzt den Flächeninhalt zu bestimmen. Aber wichtig ist immer, dass trotzdem zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel hier gegeben sind. Versuchen wir nun gemeinsam ein Beispiel zu lösen. Gegeben ist ein Prisma und gesucht ist das Volumen dieses Prismas im Raum. Das ist das Beispiel, das du auch auf deinem Arbeitsblatt hast. Rechts ist ein Prisma dargestellt. Berechne nun sein Volumen. Ich möchte gerne, dass dieses Beispiel nun selbstständig löst. Erinnere dich zunächst an die Formel für das Volumen. Das Volumen ist immer Grundfläche mal Höhe. Du kannst dieses Video hier nun stoppen. Versuchen wir dieses Beispiel nun gemeinsam zu lösen. Wie ich dir bereits vorhin gesagt habe, lässt sich das Volumen immer durch Grundfläche mal Höhe bzw. A mal H berechnen. Die Grundfläche in diesem Fall ist ein allgemeines Dreieck, wobei wir nun zwei Seiten den eingeschlossenen Winkel gegeben haben. Und diese Formel kennen wir bereits zur Flächenberechnung, wenn zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel in diesem allgemeinen Dreieck gegeben sind. Das ist die trigonometrische Flächenformel. Der Fläche von dem Dreieck ist eben Seite mal der Sinus vom eingeschlossenen Winkel und das müssen wir noch halbieren. Das heißt 6 für die erste Seite, 9 für die zweite Seite mal der Sinus vom eingeschlossenen Winkel 113 halbe. Da würden wir ungefähr 24,85 Quadratzentimeter herausbekommen. Und nun haben wir den Flächeninhalt von der Grundfläche. Die müssen wir jetzt noch mit der Höhe multiplizieren, um das Volumen zu bekommen. Wir rechnen also für das Volumen diesen Flächeninhalt mal 12 als Höhe und bekommen dann 298,2 Kubikzentimeter. Achte hier bitte darauf, dass du auch die korrekten Maßeinheiten nimmst für den Flächeninhalt Quadratzentimeter und für das Volumen Kubikzentimeter. Du siehst also, dass du die Flächenformel, die trigonometrische Flächenformel, auch für beliebige Körper, für ein Prisma im Raum auch verwenden kannst, um jetzt die Grundfläche zu bestimmen. Das heißt, die trigonometrische Flächenformel ist ganz, ganz wichtig in der Mathematik und vor allem auch zur Berechnung von Flächeninhalten und auch Volumina. In unserem nächsten Video werden wir uns auch mit zwei wichtigen Sätzen auseinandersetzen. Zum einen einmal der Sinussatz, um jetzt auch in einem allgemeinen Dreieck aus gegebenen Bestimmungsstücken, aus Seiten und Winkeln, die unbekannten Seiten und Winkel auch näher bestimmen zu können. Ich freue mich darauf.